Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Stray, unserem schnurrigen Abenteuer. Und ich war noch auf der Suche nach dem Code, nach dem Tresorcode in der Bar und dann fiel mir dieses Symbol da geradeaus über dem Bild auf. Oder in dem Bild besser gesagt. Und ich glaube, dahinter könnte was versteckt sein. Jawohl, der Code 1283. Sehr schön. So, das heißt, wir gehen einmal... das war, glaube ich, beim Musiker, ne? Ich glaube, beim Musiker war der. Ja, genau. So, 1283. 1283. Ich hoffe, das ist er, aber ich gehe mal davon aus. So. 1283. Jawohl. Nice. So, was haben wir da? Ach, Notenblatt. Okay. Gut, dann gehen wir doch gleich mal zu ihm hier. Und lassen uns wieder einen vortrallern. Ja, ich hab was für dich, Moruske. Moruske. So, hier. Notenblatt. Unleserliche Notenblätter. Schade. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Ja, mach mal. Ich bin gespannt. Also dafür, dass die unleserlicher waren? Unleserlich waren? War das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Alright, so, ich glaube, wir hatten uns jetzt hier unten auch soweit alles angeguckt. Das heißt, ich würde mal sagen, wir steigen mal ein bisschen hinauf, weil wir müssen immer noch zum Momo. Der irgendwo da oben. Ich glaube, bei dem Schild war das, ne? Genau. So, das heißt, wir müssen mal eben gucken... Ich glaube, hier könnten wir hochkommen. So. Na? Jawohl. Okay, das sieht gut aus. Hoch mit dir. Und ja, alles klar. Oh, warte mal, das ist ein Ball. Warte mal, warte mal. Muss der vielleicht irgendwo rein? Vielleicht da in den Eimer? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Nee, warte. Du sollst da einmal ein bisschen... Nee, halt. Wo willst du hin? Hallo. Stopp. Zurück. Und jetzt... Nein. Okay. Das war wohl nichts. Egal. Wir gucken uns weiter um. Okay. Ach, hier waren die Typen mit dem Farbeimer, ne? Genau. Alright, so. Wir gucken mal hier. So, erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen. Das gibt's doch nicht. Überall leere Flaschen und Dosen. So, wer bist du? Svanito! Svanito, amigo. Diese Lichtkreise sind schön, schon schön anzuschauen. Aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Ich auch, Kumpel. Ich auch. Oh, der ist schon sehr künstlich. So, irgendwo da oben ist Momo. Frage ist, gehen wir sofort hin oder gucken wir uns erst nochmal hier weiter um? Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen weiter um, würde ich sagen. So. Was haben... Warte. Wir brauchen doch noch einen Energy Drink, ne? Dann haben wir nämlich jetzt drei und können uns dieses mysteriöse Relikt oder was das war, beim Händler kaufen. Nice. So, das machen wir aber später. Wir gucken erstmal weiter hier. So, einmal hier, dann hier hoch. Schwuppdiwupp. So, wir gucken nochmal ein bisschen Fernsehen. Ne? Ein bisschen Kultur muss ja auch sein. Was läuft denn hier Schönes? Ah ja. Oh.
ein Fantasy-Film, so wie es aussieht. So, oh, guck mal, da sieht's aus, als wenn man da irgendwie reinkommt, ne? Komme ich hier rüber? Ja. Oh, nice. Eine Bücherei. Okay. Okay, okay. So, die Frage ist... Hier gibt's sicherlich was zu sehen, nur ist die Frage nur, wo. Okay, sehr viele Monitore. Aber nur einer läuft. Oh, ein Naturfilm. Sehr schön. Oh, da wäre ich jetzt gerne. Da wäre ich jetzt gerne. So. Okay. Was haben wir hier? Oh, warte. Hey, Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Noch ein Safe? Du musst echt vorsichtiger sein. Neuen Gegenstand um. Nice. Es reicht nicht, deinen Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Okay, Safe hinter einem Haufen Bücher. Sehr interessant. Okay, hier wird sonst nichts weiter sein. Hinter einem Haufen Bücher, ja. Das macht es natürlich sehr viel einfacher. Warte mal. Okay, hier ist schon mal nichts. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Okay, die haben echt versucht, auch ein bisschen was von uns Menschen zu lernen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier und dann wollte ich... Oh, noch ein Notenblatt. 7 von 8. Jetzt, das war, glaube ich, das 4. insgesamt, ne? Das heißt, die Hälfte haben wir. Sehr schön. So, aber wir suchen auch immer noch den Safe. Hier wird er sicherlich nicht sein. Hinter einem Stapel Bücher. Oh, warte, was haben wir hier? Oh, warte mal, warte mal. Da sehe ich doch schon was. Genau. So, dann schließ mal auf. Schlüssel. Ist hier wieder ein Notenblatt oder was ist hier? Ein Notizbuch? Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemanden namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zirks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Oh ja, will ich haben. Will ich unbedingt haben. Der erste Versuch war explosiv. Okay, will ich nicht mehr haben. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns Wächter... Ja, ja, machen wir. Wir sind schon auf dem Weg. Oh, sehr schön. So, ist hier ist auch 11. Oktober? Okay. Sieht tatsächlich so aus, als wenn am 11. Oktober die Menschheit untergegangen ist. Es sei denn, die Roboter, die führen auch einen Kalender und reißen täglich das Blatt ab. So, ich denke mal, sonst war hier wahrscheinlich nichts weiter. So, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben gleich mehrere Sachen, die wir Momo zeigen können. Komme ich hier irgendwie weiter? Nee. Okay. Oh, guck mal, den Jute, den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Hallo. Raptor. Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwie strahlst du aus. Wahrscheinlich strahlst du was aus, ne? Oder bin ich radioaktiv? Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln. Aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Okay. So, was ist hiermit? Oh, das ist ein sensibles Thema hier, ja? Es gibt einige, deren Code dieses Konzept verstehen kann.
Dann gibt es diejenigen, die von der Außenwelt wissen, aber es resigniert sind, aber zu resigniert sind, um etwas zu tun. Und dann sind da noch die Außenwelt da. Du kannst dir vorstellen, wie die sich fühlen. Nun gibt es nur noch Momo, ja. Aber ich bin doch auch ein Außenweltler. Was ist denn hier überhaupt mit dem Poncho? Okay. Ich weiß auch noch nicht genau, wofür wir diesen Poncho brauchen. Aber ich bin mir sicher, wir werden es auch noch rausfinden. Alright. So. Ich geh nochmal da hoch. Ne, da waren wir schon. Alright, so. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. So. Okay, da hinten geht's auch noch weiter. Da geht's auf jeden Fall auch noch weiter. Ich würde aber sagen, wir gehen mal jetzt zu Momo. Der ist ja gleich hier vorne. Wir gucken mal, was er zu sagen hat. Und wir haben ja auf jeden Fall schon einiges, was wir ihm geben können. Ich glaube, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen, ne? Warte mal. Nee, mit ihm habe ich auch noch nicht gesprochen. Mito. Oh nein, nicht schon wieder. Passiert euch das öfter? Scheint so, ne? So. Komme ich hier? Nee, hier komme ich nicht hoch, ne? Warte. Hier, ernsthaft? Hier komme ich nicht hoch? Es ist zu hoch. Es ist zu hoch. So hohe Sprünge schaffen wir einfach nicht. So. Dann probieren wir es mal hier. Ja, hier sieht gut aus. Nein! Ach Mensch! Was machst du denn da? So, da sollst du, genau. Shit, Tür ist zu. Oh, warte, Fenster. Fenster. Das scheint Momo zu sein. Wir gucken mal. Okay, Momo ist traurig, weil sein Fernseher kaputt ist. Oh, guck mal, die haben ja... Der hat ein Bild von einem Menschen. Außenweltler. Er hat tatsächlich hier ein Bild von einem Menschen. Okay. So. Die Frage ist, das Poster haben wir auch schon öfters gesehen. Ist das vielleicht ein Game von dem Entwickler? Keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, gerne mal in die Kommentare. Die Stadt hat eine zylindrige Form mit einem Durchmesser von etwa 450 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Da liegst du richtig. Oh, warte mal. Hier ist wieder so dieses 8. Brille beschlagen. So 8801. Ist das vielleicht wieder ein Code? Könnte es sein? Keine Sorge, wir gehen gleich zu Momo. Ich möchte erst nochmal mich ein bisschen hier umgucken. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu sein, ne? Okay, ich würde sagen, wir können... Oh, warte mal. Wir machen mal einen anderen Sender. Oh ja, gefällt mir. Oh, warte, hier geht's auch noch weiter. Ah. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an das Videospiel. Aha. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Er fehlt mir.
Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Okay, eine weitere Erinnerung. Back Home 2. Gibt's dieses Spiel wirklich? Vermutlich ja, ne? So. Uraken, Season 1. Probleme? Okay. So, jetzt aber. Jetzt sprechen wir wirklich mit Momo. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey, was willst du? Ich will dir mal was zeigen. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Ja. Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Ich war da. Und ich war da weder einsam noch verzweifelt. Meine Freunde hatten diesen Traum, aber auch. Aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser scheißende Empfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach draußen willst. Oh, Notizbuch von Momo. 1 von 4. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Okay. Ja, glaube ich auch. Ja, mach mal. Das Manifest der Außenwelt da. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zirks fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Spaltasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Alright. So, Momo, ich habe, glaube ich, noch was für dich. Und zwar... Hier, Notizbuch von Doc, genau. Oh, es gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Okay. So, haben wir noch irgendwas? Notenblatt fällt er nicht. Kannst du mir irgendwas über den Poncho sagen? Ja, ja, ich weiß. Okay. So, ansonsten haben wir, glaube ich, hier alles abgegrast. Und ich würde mal sagen, wir müssen uns auf die Jagd nach den Notizbüchern machen. Die Frage ist... Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Oh, heißt das... Ja, danke für den Hinweis. Das heißt, haben wir noch mehr von diesen Symbolen? Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Das heißt, da scheint noch eins zu sein und da scheint noch eins zu sein. Gut. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie wir da hinkommen. Okay, hier komme ich nicht runter. Achso, hier. Alles klar. Bis halt hin! So, einmal raus. Und wir müssen irgendwie darüber. Alles klar. So, von da kommen wir darüber. Komme ich hier hoch? Ich glaube ja, ne? Hier geht's nicht weiter. Alright, so, dann einmal hier hoch. Sehr schön. Okay, da gucken wir uns gleich um. Oh, warte, was war das?
Belüftungsstromversorgung. Warte mal, ich höre da was rattern. Ah, alles klar. Alles klar. So, dann zieh mal raus das Teil. Und jetzt können wir hier rein, ne? Ja. Okay. So, und hier müsste also immer noch ein Notebook versteckt sein. So, erstmal einen Schluck nehmen. Ganz wichtig. Mich wundert, dass wir immer noch gar keinen Hunger haben. So, wo ist das Notebook? Okay, hier sind ja auf jeden Fall... Vor allen Dingen das Dekor von der Tapete. Sehr nice. So richtig schön, ich weiß nicht, eher 60er oder 70er? Ne, ich würde sagen späte 60er. So. Wo ist das Notebook? Oh, warte mal, ich sehe schon hier den Ausweg. Hier werden wir sicherlich gleich raus müssen, ne? Ja, alles klar. Aber zuerst brauchen wir das Notebook. Interessante Waschmaschine. Oh. So. Oh, warte mal. Achso, nee, das ist nur der Teppich, ne? Nee, warte. Ah, ja. Alles klar. Gute Arbeit. Ein weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemanden namens Balthasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden. Bis auf das, was wir die Zurks nennen. Ja, und mich. Und meine Familie. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt. Und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Ja. Das machen wir. Alright. Ansonsten scheint es hier auch wieder nichts weiter zu geben. Das heißt, einmal raus. Und so. Gut. Warte mal. Ich wollte mich aber noch auf der anderen Seite umgucken. Hier wollte ich nochmal gucken. Da komme ich nicht rüber. Okay, da komme ich gar nicht rüber. Schade. Okay. Gut, so, wir müssen irgendwie auf diese Seite. Das heißt, wir würden einmal wahrscheinlich die Seilbahn benutzen. Gehe ich mal von aus. Ja. Alter, okay. Festhalten! Alright. So. Gucken wir mal hier oben. Hallo? Oh. Hallo? Oh, der ist anscheinend nicht mehr intakt. Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Siechtum des Slums. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedenen Gesellschaftsklassen aufzuteilen, ja. Wem sagst du das? Damals waren viele Leute aus dem Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Okay, neue Erinnerungen. So, okay, wir gucken einmal. Okay, ist alles mit Stacheldraht. Hier werden wir nicht weiterkommen. Oh, warte. Hier komme ich auch nicht runter. Gut, so, da müssen wir irgendwie hin.
Ah ja, alles klar. Izzy? Alright, so, hier ist das nächste Notizbuch. Irgendwo. Oh, ich liebe das hier, die ganzen Sachen runterzuwerfen. Ich finde das nice. Ah, okay, so. Okay, da kommen wir durch. Ich gucke aber nochmal hier. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo ein Notenblatt versteckt oder irgendwas. Wer weiß, wer weiß. Okay, da auf das obere Regal komme ich nicht. Gut, wir gucken mal. So, okay, da haben wir es doch schon. Ach nee, das war das Notenblatt. Das fünfte müsste das jetzt sein. Okay. Notizbuch von Clementine. Alright. Endlich, das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Die Zurks? Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Oh. In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Ja, machen wir. Machen wir. So. Sehr schön. Oh, es gefällt mir immer besser, dieses Spiel. Ich muss es echt sagen. So, okay. Wir haben, glaube ich, hier alles. Das heißt, einmal... So, wo... Da ist Momo. Wie kommen wir jetzt wieder da rüber? Mit der Seilbahn mit Sicherheit nicht. Und die Frage ist, ist hier noch was? Oh, warte. Ja. Sehr schön. So, hier kann man wahrscheinlich nicht rein, aber probieren muss ich trotzdem. Ja, keiner zu Hause, so wie es aussieht. Alright, so, dann machen wir einmal hier. Oh, ist hier nicht noch ein bisschen Fisch drin? Nee, ist leer. Langsam knurrt mir nämlich der Magen. Alright, so, einmal hier. Schwuppdiwupp. Nee, hier müssen wir längs, ne? Genau. Alright. So, Momo. Ich hab hier was für dich. So, einmal... Ja? Das ist doch das Notizbuch von Balthasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Jetzt warte mal, was Clementine hat. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Mhm. Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb der Slums kommunizieren können sollten.
Clementine, Balthasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke. Vielleicht finden wir dich einen Weg nach oben. Ich hoffe es sehr. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Ja, mach mal. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Alles klar. So, wir werden Momo folgen, allerdings erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es sehr, dieses Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.